Hallo Jungs und Mädels, in diesem Video möchte ich mit euch über unsere Stecker-Steckverbindungen sprechen. Wir haben insgesamt 6 verschiedene Steckertypen in unserem Sortiment. Welcher der richtige Stecker für dich ist, hängt im Wesentlichen von der Verwendung und der maximalen Stromstärke ab. Eventuell ist aber auch die Steckergröße für dich entscheidend. Diese Barfang-Phasenstecker sind bis zu 30 Ampere ausgelegt und werden beim BBS 01 und BBS 02 als Phasenverbindungen zwischen Stator und Controller eingesetzt. Hier haben wir einen BBS 01 Controller und wie man hier eben gut sehen kann, sind eben diese Phasenstecker hier am Controller verbaut. Diese sind jetzt zwar blau, aber das macht keinen Unterschied. Zudem sind diese Stecker bei diesen beiden Motoren am Akkukabel des Controllers angebracht. Diese Stecker und Buchsen werden einfach ans Kabel geklemmt. Im Lieferumfang sind jeweils 3 Stecker, 3 Buchsen und 6 Silikonhülsen als Kontaktschutz enthalten. Mit Ausnahme der Barfang-Phasenstecker, die wir gerade besprochen haben, werden die nun folgenden Stecker mit dem Kabel verlötet. Als erstes haben wir hier die 4 mm Goldstecker, Nennstrom 32 Ampere, maximal bis 70 Ampere, jeweils 2 Stecker und 2 Buchsen inklusive Schrumpfschlauch im Lieferumfang enthalten. Dann haben wir die MT60 Goldkontaktstecker und Buchse. Diese Steckverbindung ist für 60 Ampere ausgelegt und aufgrund der 3 Kontaktpunkte ideal für die Verbindung der Motorphasenkabel geeignet. Enthalten sind ein Stecker und eine Buchse. Dann haben wir die XT60 Goldkontaktstecker und Buchse. Diese sind ebenfalls bis 60 Ampere ausgelegt und haben einen Plus-Minus-Kontakt. Das ist seitlich am Stecker erkennbar. Im Lieferumfang wieder ein Stecker und eine Buchse enthalten. Als nächstes haben wir dann die XT90S Anti-Blitzkontakt-Stecker. Diese Stecker sind mit einer patentierten Anti-Spark-Technologie über einen speziellen Widerstand in der Buchse wird beim Zusammenstecken der Funkenschlag verhindert. Das schützt den Steckkontakt vor Beschädigung. Dieser Stecker eignet sich sehr gut als Verbindungsstück zwischen Motor und Akku. Sie sind für konstante Ströme bis 90 Ampere und Spitzen bis 120 Ampere ausgelegt. Die Stecker verfügen über einen Plus- und Minuskontakt, seitlich am Stecker markiert, enthalten sind ein Stecker und eine Buchse. Und zu guter Letzt haben wir die XT150 Goldkontaktstecker und Buchse. Diese Hochstromsteckverbindungen sind für eine Dauerbelastung von 150 Ampere und Spitzen bis zu 200 Ampere ausgelegt. Sie kommen beispielsweise beim CYC-Motor als Phasenstecker zum Einsatz. Häufig kommen auch diese Anderson Powerball Stecker zur Anwendung. Meist als Steckverbindung zwischen Controller und Akku, beispielsweise beim BBS HD Motor. Diese sind für 30 Ampere ausgelegt. Durch den fehlenden Anti-Blitzschutz sind diese Stecker aber nicht für häufiges Ein- und Ausstecken geeignet. Bei häufigen Steckvorgängen empfehlen wir euch, diese durch unsere XT90 Stecker zu ersetzen. Das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren informativen Videos mehr zu verpassen.